Wie können wir innovative Startups zur Stärkung der ländlichen Region gewinnen? Wir sind Dirigent, ein Projekt des Regionalmanagements der Landkreise Regensburg und Cham zur Förderung der digitalen regionalen Entwicklung. Unser Ziel ist die Vernetzung von Startups und Ideengebern mit Akteuren und Bewohnern des ländlichen Raums. Wir wollen ein Bewusstsein schaffen für die Chancen und das digitale Entwicklungspotenzial ländlicher Regionen. Wir wollen Startups den Zugang zum ländlichen Markt ermöglichen und dadurch einen Innovationskreislauf in Gang setzen. Wir wollen den ländlichen Raum durch neue Konzepte noch lebenswerter gestalten und die digitale Daseinsvorsorge fördern. Also ich glaube, traditionelle Konzepte auf dem Dorf müssen sich weiterentwickeln. Die Digitalisierung bietet da sicherlich eine Chance, aber ich glaube trotzdem, dass das nicht die einzige Lösung ist. Ich glaube, es bedarf auf dem Land einen gewissen Mutes und einer gewissen Kreativität vielleicht und ein bisschen unternehmerischen Innovationsgeist, weil keine Branche, auch nicht auf dem Land, kann so weitermachen wie die letzten 50 Jahre. Im ländlichen Raum ist der Markt im Allgemeinen ganz so dicht. Das heißt, hier kann ich oft meine Nische finden mit dem, was mir Spaß macht, um eben den Leuten aus der Region zu helfen. Wir von Dirigent sind die Moderatoren, die alle zusammen an einen Tisch bringen wollen. In Form von Workshops schaffen wir ein Zentrum für Austausch von innovativen Lösungen. Wir laden dazu Startups, Unternehmen, Bürgerinnen und Bürger der ländlichen Region ein, sich zu vernetzen. Also ich finde das Projekt insofern gut, weil sie verschiedene Player zusammenbringt, die sich mit Digitalisierung beschäftigen und am Ende dann eine Gruppe entsteht, die teilweise ihre Visionen teilt, die Anforderungen formuliert, an die der eine oder andere vielleicht noch gar nicht gedacht hat. Und damit entsteht ein Austausch, der über die Fachgebiete hinausgeht. Und so ist es halt ein super Projekt, um eben das Problem und Lösungsfinder besser zusammenzubringen. Was halt zum Beispiel für uns ein super Input ist, an was wir arbeiten sollen, was der Kommune und auch den Regionen wichtig ist, um eben dann die Lösung dem anzupassen. Uns bringt das Projekt zu Menschen, die vielleicht unser Produkt gebrauchen können. Und wir bieten wiederum die Lösung für eben Probleme, die eventuell auf dem Land herrschen. Ich fand auch immer, dass die Atmosphäre insofern sehr spannend war, dass die Teilnehmer bei diesen Workshops mutige Bürgerinnen und Bürger sind oder auch Geschäftsleute oder Leute aus der Wissenschaft, die einfach Lust haben, dass was weitergeht und dass sich was verändert. Erstens wäre interessant, nicht nur Startups und Kommunen zusammenzubringen, sondern eigentlich auch erfahrene Unternehmer. Und in unserem Fall wären es eigentlich auch Schulen oder Schulleiter, die daran teilnehmen. Also tatsächlich ist es so, dass ich das Projekt jeder ländlichen Region empfehlen würde, weil es einfach Sinn macht, dass dann auch solche Projekte sich untereinander vernetzen und die Community immer größer wird letztendlich und man diese Ergebnisse von der einen Seite auch in die andere weiterträgt. Ich glaube, das ist wichtig und da sind wir alle zusammen auf einem guten Weg. Interesse geweckt? Wer jetzt mitgestalten will, sollte sich bei den Regionalmanagements der Landkreise Regensburg und Cham melden.